Frictional Games. Nordic Game Program. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Achiever. Ich bin Diablo Dabel und heute stelle ich euch Amnesia The Dark Bastion vor. Ich muss noch dazu sagen, ich habe einige Sachen schon gesehen aus anderen Let's Plays, aber selber habe ich es noch nicht wirklich gespielt, nur die Anfangssequenz. Aber wo ich weiß, dass es sehr schlimm sein soll und habe ja auch gesehen, wie schlimm das dann ist, aber wenn ich das selber dann spiele, dann ich bin mal gespannt. Neues Spiel beginnen. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. So, ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt. Hier und mit M kannst du dich auf Memento schneller zugreifen. Sieh dir genau an, wenn du nicht weiterkommst. Aha. Notizen. Keine Notizen vorhanden. Tagebucher. Keine Tagebucheinträge vorhanden. Mementos. Folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Na gut. Diese Flüssigkeit. So, kann ich auch laufen? Nein. Oh. Der hat ja Gleichgewichtsstörungen hier. Komm. Puh. Ja, das war sehr, sehr gruselig. Aber da gehen wir doch natürlich rein. Nehmen uns ein Bier und gehen weiter. Was war das? Zunderbüchse. So, wärmen wir uns erstmal am Kaminfeuer. Ah, so ist das schön. So, beim Greifen eines Objektes drückt rechte Maustaste, um es zu werfen. Halte eher gedrückt und bewege die Maus, um das Objekt zu drehen. So. Ah, ha. Aha. So in Schränke kann man sich verstecken und Sachen finden. Zunderbüchse. Hallo? Verstecken? Wow. Naja. Funktioniert ja. Also ich schaff's für den Anfang ja sehr, sehr gut. Zunderbüchse. Und wir folgen weiter in der Spur, die jetzt weg ist. Das kommt mir nur so vor, da werden die Gänge enger. Eieiei. Ei, ei.
das ist unfair. Immer diese Schreckmomente, ey. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Und sich automatisch öffnende Türen, also voll Hightech hier. Nein, nichts. Nichts. Warum nicht? Ich will noch mehr Thunderboxen. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in deiner Umgebung mit Hilfe von Zunderbüchsen an oder suche nach einer anderen Lichtquelle. Oh, und wie er gewöhnt sich auch so schön an die Dunkelheit. Hier, passt auf. Wir sehen ja gar nichts. Gehen rein. Und so langsam aber sicher gewöhnt er sich dran. So, ich will mal schauen, wie es aussieht, wenn er langsam verrückt wird. Moment. Hier, ja, mit Tab kann ich das anschauen. Leichte Kopfschmerzen. Körperlicher Zustand, alles erst rot. Öl. Wir haben kein Öl. Aha. Boah, das macht einen schon ziemlich kirre im Kopf. Aber wird jetzt. Es ist jetzt, finde ich, nicht so schlimm, wenn es dabei auch bleibt. Ein bisschen drehen, ein bisschen. Immer noch leichte Kopfschmerzen, ja. Dann gehen wir doch mal weiter. Wir werden es dann später wahrscheinlich, beziehungsweise früh genug erfahren. Wie es dann sein wird. Alte Archive. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er. Genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. Das war ein sehr beunruhigendes Ereignis. Ui. Ich kann auch. Gibt's hier eine Lampe? Aber da gibt's Licht. Sonst irgendwas? So, erstmal. Ja, sagt's mal, wir hatten hier das Fenster offen gelassen. Das zieht ja wie Sau. Das. Ja. Ein Buch. Ah, aufgenommene Laterne. Ja, cool. Mit F kann ich. Oh. Aber wie viel Öl haben wir? Sehr viel. Lass ich es erstmal. Eine Truhe. Zunderbüchse. Und weiter geht's. Eine Tür. Ach. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Gibt's hier was? Nein, nein, nein. Nein, nein. Erdbeben, aha. Ah, Moment. Kann ich das vielleicht so? Und jetzt? Hm. Böse, 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 böse. Ich dachte, ich kann die Kiste aufmachen, aber sie ist böse. Im Schrank was? Ja, im Schrank ist ein Nimbus 2000 und eine Zunderbüchse. Sesam, öffne. Sesam, öffne dich. Dies.
böse. Oh. Und eine Notiz. August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Aha. Also deswegen heißt das Spiel auch Amnesia. Man hat also beschlossen, also der Daniel hat beschlossen, selber etwas zu vergessen. Und will jetzt den Alexander töten. Ein Hebel. Oh. Wow. Die Eingangshalle. Oh Mann. Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hazel versteckte sich aus Angst, bestraft zu werden. Jetzt dachte ich habe irgendeinen geilen Geheimraum gefunden, wo es massenweise Öl oder Zunderbüchsen gibt. Wobei die Zunderbüchsen mir jetzt auch nicht wirklich viel gebracht haben, aber ich glaube, später werden sie dezent von Bedeutung. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Aha. Er hat sich also ein bisschen erinnert. Und ich wette... Aua. Ich wette, wir müssen dahin. Oh nein, wir müssen ein Rätsel lösen. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Aber schau mal, da sind Löcher. Also er könnte so da durchkriechen. Aber ein Memento, eine Art organisches Gewebe, blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Gute Frage. Also müssen wir erstmal Säure basteln. Boah, aber das Schloss taugt mir schon echt. Eine Truhe. Öl und Sunderbüchse. Wie viel Öl haben wir? Ah. Wir sind gut dabei. Hoffentlich kommt niemand, um einzumarschieren, weil wir so viel Öl haben. Aha. Hallo. Ja, da kommen wir also nicht raus. Das war der Eingang/Ausgang. Und wir dürfen nicht raus. Wir sind also Gäste, die gefangen werden oder beziehungsweise nicht weggehen dürfen.
wir sollten ja auch nicht weg. Wir müssen weiter in die Tiefen der Dunkelheit hinabsteigen und Alexander töten. Naja. Das lese ich dann in der nächsten Sequenz vor. Ich hatte jetzt Angst, dass ich zu wenig Zeit habe. Nein, die Zunderbüchse behalte ich noch. Weil da unten ist es schön hell. Geräuschekulisse, die ist ja, die ist traumhaft. Und vor allem, ich spiele auch noch mit Kopfhörern. Und ihr müsst, wenn ihr euch das anschaut, kann ich da. Da ist doch. Hallo? Ich sehe doch, dass da Öl ist. So. Dann müsst ihr auch das mit Kopfhörern anschauen oder irgendwas lautem. Weil das ist schon schön. Die Kakerlaken irritieren mich ein bisschen. So, hier hast du Licht. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Was haben wir noch? Laterne? Ja, okay. There should be more coop rack. Let me see, let me see. And one part, Aqua Force. Kuprit und Scheidewasser. Frühes Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Kuprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung wurde in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass sich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Aha, also wissen wir jetzt, wie man Säure herstellt. Schubladen und Zunderbüchse und noch mehr Schubladen. Oh, was ist das?